Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder aus meiner Garage. Aber heute ist leider ein trauriger Tag. Wenn ihr eure Blicke mal schweifen lasst, dann ist meine Garage fast leer. Leider ist mir die Garage gekündigt worden wegen Eigenbedarf vom Besitzer und ich muss die Garage räumen. Und naja, damit ist eine Ära, eine Schrauber-Ära hier in meiner Garage zu Ende. Aber ich habe schon eine neue Garage. Leider nicht ganz so groß wie diese und nicht ganz so hübsch wie diese. Leider habe ich auch keinen Strom in der neuen Garage, aber das lässt sich alles irgendwie klären. So, das war das letzte Video quasi aus meiner alten Garage. Bis später. Ja, so schnell geht das. Ich bin in meiner neuen Garage angekommen und habe mich auch schon ein bisschen eingerichtet. Was mir hieran nicht so gut gefällt, ist die etwas, ich sag mal dazu, naturbelassene Wand. Ist zwar alles trocken, aber sieht halt optisch nicht so gut aus und bröselt auch so langsam vor sich hin. Eins ist das Manko, richtiges Manko finde ich, ist, dass hier kein Strom ist, aber ihr seht hinten ist schon eine Lampe an. Und zwar habe ich mir eine Powerbank, eine Powerstation gekauft. Und an dieser Powerstation habe ich die Möglichkeit, kann über 220 Volt oder 230 Volt Geräte anschließen, angeblich bis 500 Watt. Das schafft es aber nicht. Die meisten Geräte haben so einen höheren Einschaltstrom und dann blockiert sie sich. Aber das Gängige geht, man kann zu Hause den Fernseher betreiben, man kann hier Lötkolben und mal einen Lüfter oder was auch immer, das geht alles damit. Oder Heißklebepistole, eine Bohrmaschine geht auch und das ist eigentlich das, was wichtig ist. Alles andere kann ich mir nach und nach kann ich mir mit Akku kaufen, Flex oder sowas. Und eine Schlagschraube habe ich schon mit Akku betrieben. Ja, da muss man halt sehen, dass man hier irgendwie klarkommt. Und hauptsächlich ist das Wichtigste überhaupt, ist, dass meine Batterien vom Smart, da ist er, und vom Motorroller, dass die Batterien geladen werden. Denn die Autos oder die Roller werden halt immer nicht jeden Tag gefahren und ich muss doch immer mal hier und da mal zwischenladen. So, jetzt gucke ich mal, dass ich das Gerät da hinten mal am Auto ausprobiere, ob das Ladegerät funktioniert und ich sag mal bis später. So, jetzt bin ich im Kofferraum und da hinten am Motorraum vom Smart und das ist das Gerät. An der Seite ist der 230 Volt Anschluss hier. Ich habe eigentlich so ein Dauerkabel hier im Auto liegen, dass ich das nur Ladegerät anschließen muss. Das ist hier. Und dann kann ich mal probieren, ob es funktioniert. Also muss einmal einschalten. Dass ich mal sehen kann. Hier ist ein kleines Display. Die Batterie ist jetzt zu 76% geladen in der Powerstation. Und dann muss man diesen Wechselstromanschluss muss man hier einmal aktivieren. Und dann muss man den Stecker finden und einmal einstöpseln. Und siehe da, es funktioniert. Prima, freue ich mich. Lädt im Moment mit 0,8 Ampere. Können wir es umschalten auf 3,8 Ampere, aber auch das funktioniert super. Jetzt kann man auf dem Display hier ablesen, dass er dafür 13 Watt, also relativ human, benötigt. Und damit kann ich also problemlos halt hier die Powerbank zum Laden meines Autos benutzen. Prima, freut mich. Ja, und das nächste, was ich hier brauche, ist Licht, weil Licht, ohne Licht kann ich nicht arbeiten. Auch nicht knöstern und hier muss eine LED-Neonröhre rein, die auch nicht so viel Strom verbraucht. Und auch das wird hier über diese Powerstation gespeist. Ich habe mir neulich mal so ein Lidl, eine Lampe geholt. Ich hätte mir von lieber mal ein paar mehr gekauft und hatte jetzt zu Hause gar keinen Verwendungszweck dafür. Aber auch die wird hier montiert. Wo, weiß ich noch nicht. Aber auch hier ist es so, in den 230 Volt Anschluss rein. Einmal diesen aktivieren und dann sollte sie eigentlich auch angehen, tut sie auch und damit habe ich ein Lichtschwert.
Aber die kommt dann, ich weiß noch nicht genau, ob hier hin oder wohin auch immer. Vielleicht gelingt es mir auch noch, habe ich von der Sorte noch ein paar Gatter. Die kann man schön mit einem Verbindungskabel kann man die verbinden. Das ist schon mal eine prima Sache, denn die verbrauchen auch so gut wie, ich zeige es jetzt an, 5 Watt braucht die im Moment. Das ist eigentlich auch eine gute Sache. Ja, und damit, das war es erstmal hier von meiner neuen Garage. Ich muss erstmal mich jetzt hier zurechtfinden. Bin ein bisschen traurig, dass die alte nicht mehr da ist, weil die alte halt recht groß und tief war, fast 6 Meter. Das hat die hier nicht. Aber ich meine, ich werde mich damit irgendwie schon arrangieren. Denn leider Gottes sind Garagen, für bezahlbare Garagen, bei uns genauso schwer zu bekommen wie bezahlbare Wohnungen. Das ist halt in der heutigen Zeit leider so. Und hier vom Preis her, ne, naja, es geht. Okay, so, dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen und bis demnächst aus meiner Garage. Tschüss. Ach, einen habe ich noch. In der alten Garage hatte ich so einen LED-Scheinwerfer, den ich jetzt hier mal so provisorisch hingehangen habe. Der hat auch einen Schokostecker und siehe da, auch der funktioniert. Also es wird letztendlich wird es mir hier an Licht nicht mangeln und mit dieser Station hier, das ist schon eine feine Sache. Leider hat sie diese 500 Watt nicht, die versprochen sind. Vielleicht hat sie sie, wenn man einen Verbraucher ganz langsam dahin drehen kann. Aber ich sage ja, Bohrmaschine geht so gerade eben noch, weil man die Bohrmaschine stark belastet und vorne festhält, ne, ist er auch schon überfordert. Ein Föhn geht auch nicht. Eigentlich sollte er 500 Watt konstant können. Ich habe so einen Reiseföhn, der auf der ersten Stufe 500 Watt macht. Läuft kurz an, aber dann schaltet die Powerstation schaltet direkt ab. Also das ist alles, was in der Werbung versprochen wird. Naja, so richtig halten kann man das nicht und ist eigentlich ein bisschen enttäuschend. Aber diese Dinger sind auch verhältnismäßig teuer. Und wenn ich jetzt eine haben wollte, die wesentlich mehr Watt hat, vielleicht so mit 1000 oder 1500, ist man schnell aber auch 500 bis 800 Euro los. Und das ist mir die Sache derzeit im Moment nicht wert. Also im Moment komme ich mit dieser hier, glaube ich, ganz gut zurecht. Okay, aber jetzt bin ich weg, ne? Macht's gut. Tschüss.